Unter ihnen Shevardnadzes älterer Bruder Akaki, gefallen in der Nähe der Stadt Brest, die heute zu Weißrussland gehört. Auf dem Friedhof von Brest. Unzählige Namen. Akaki Shevardnadze ist einer von ihnen. Zusammen mit Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, seinem damaligen Amtskollegen, hatte Shevardnadze 1990 das Denkmal der gefallenen sowjetischen Soldaten in dem Ort nahe der ehemaligen polnisch-sowjetischen Grenze besucht. Hier war Shevardnadzes Bruder im Juni 1941, bereits am zweiten Tag von Hitlers Überfall auf die Sowjetunion, ums Leben gekommen. Er wurde nur 21 Jahre alt. In der Nähe von Mamati werden düstere Erinnerungen an ein dunkles Kapitel der sowjetischen Geschichte wieder wach. Josef Stalin, der Diktator, war Georgier. 1878 im ostgeorgischen Gori geboren.